Man schätzt, in einem Spiel, wo es um Dinosaurier-Horror geht, könnten Dinosaurier auftauchen. Wir lassen uns überraschen. Und ich finde, dass die Steuerung gerade mir zu grobmotorisch ist. Kann ich die noch... Wisst ihr was? Ich mach's doch mit der Maus jetzt. Ich glaube, das Spiel ist einfach nicht für den Controller gedacht. Naja. So ist das schon wesentlich einfacher und auch schon ein bisschen angenehmer. Ich weiß nur jetzt schon, dass ich mit der Tastatur gleich Probleme bekommen werde. Wegen meinem Handgelenk, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Spielen wir nochmal von Anfang. Richtig, richtig, ja. Du bist eben gerade erst reingekommen wahrscheinlich. Ich hab's erklärt, wieso. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ein Spiel, was wir auch komplett auf YouTube jetzt durchspielen werden. Weil ich für Twitch was anderes vorhab, weil auf Twitch will ich nämlich die gesamte Alan Wake-Reihe durchzocken. Da ja Alan Wake im Oktober einen zweiten Teil verpasst bekommt, würde ich gerne versuchen, bis Oktober Alan Wake 1 mit allen DLCs plus der Erweiterung Alan Wake American Nightmare live auf Twitch durchzocken. Deswegen haben wir das einfach jetzt mal hier auf YouTube verlagert. Der Ton ist leise im Gegensatz zur Stimme. Warte mal, ich kläre das gerade. Ist das so ein bisschen... Ich meine, du hörst jetzt auch nicht viel, ne? Ich meine... Du hörst jetzt sehr wahrscheinlich das Windrauschen, die Bäume. Mach mal Warnung vor den Jumpscares. Nee, auf gar keinen Fall. Ich werde kurz vorher sagen, jetzt passiert erstmal gar nichts. Jetzt ist hier einfach ein Wald, ein Baum und auf einmal, bäm, kommt da ein Raptor um die Ecke. Ja, so läuft das nämlich hier. Und ich wiederhole nochmal ganz kurz, was ich auch schon bei Twitch gesagt habe. Ich finde das Game für 8 Euro wirklich echt schön. Also, ja, grafisch nicht auf neuesten Stand. Aber auch nicht wirklich lästig altmodisch, wenn ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Das ist einfach so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das kam zu spät raus. Das ist von 2018. Das ist so ein Game, das einfach irgendwie hätte rauskommen sollen, das weiß ich, 2010. Das hat zum 8 Jahre, hat irgendwie... Hab den Release verpasst. Naja. Hier sehen wir jetzt übrigens eine Plastikflasche mitten im Wald rumliegen. Und Fußspuren, das sehe ich jetzt ja erst. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass man bei diesem Spiel auch sehr viele Kleinigkeiten achten sollte, denn das Game erklärt dir von der Story an sich nicht zwingend direkt, was abgeht. Du kannst dir die Story selber zusammen reimen, durch zum Beispiel solche Notizen. You're on the right track. Just keep following the path. See you soon, MXOXO. Das sind jetzt so Nachrichten, die tauchen öfter mal auf, bevor es zur Verwirrung kommen sollte. Es gibt nachher, wenn wir im Oakwood Camp ankommen, gibt es ganz viele verschiedene Nachrichten. Das sind aber Nachrichten von Bewohnern, die in diesem Camp selber gelebt haben und eben auch, naja, ihre Ferien in dem Camp verbracht haben. Und anhand dieser Schreiben dieser Personen, der Nachrichten, die diese Personen geschrieben haben, können wir erahnen, was in diesem Camp wirklich passiert ist. Und nur um mal ganz kurz so ein kleines Rätsel in den Raum zu schmeißen, ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Wir haben jetzt aktuell 2018 in diesem Spiel. Das Oakwood Camp wurde aber schon 1993, glaube ich, war es gewesen, geschlossen. Haltet diesen Fakt im Hinterkopf, wenn ihr gleich das Camp seht. Ninniping, was geht denn bei dir ab? Hast du gerade schon wieder 20 Mitgliedschaften verschenkt? Vielen, vielen, vielen Dank dafür, das ist ja echt heftig. Oh Gott, überall kommen jetzt hier die Geschenke auf. Dann mal bitte alle ein ganz großes an Ninniping. Ninniping. Ninniping ist besser auszusprechen. Krass, vielen Dank. Du schepperst da echt viel zu viel rein, viel zu viel raus. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Magst du Jurassic World Alive? Ja, finde ich geil. Ich mag diese Spiele, wo du irgendwie draußen rumrennen kannst und so ein bisschen auf Saurier fangen gehen kannst. Immer, also du warst jetzt schon, das ist jetzt das dritte Mal, oder? Oder das vierte Mal sogar schon. Kannst du was bestimmt von den Steuern absetzen? Irgendwas steckt doch dahinter. So, wir gehen mal weiter. Genau. Das haben wir vorhin auch erfahren, dass wir hier an diesem Green Lake vorbei müssen. Das ist der See jetzt hier. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir wirklich nicht in den See rein können. Ja. Das wird sich auch nicht mehr ändern im Verlauf des Spiels. Wir können hier einfach nicht ins Wasser. Das ist. Kannst du das mal spielen? Wir haben das, glaube ich, sogar schon mal gestreamt. Das kann ich auch gerne nochmal streamen, na klar. Das kann ich sehr gerne machen. So. Wir laufen den schönen Wald mal weiter durch. Das ist auf jeden Fall wieder so der typische Jurassic Park-Fahren, finde ich. Immer wenn ich Fahren sehe, muss ich an Jurassic Park 2 denken. The Lost World Fahren. Und warum gerade an Fahren? Genau, weil Sarah Hardings Blut, welches sie vom T-Rex an sich kleben hatte, vom kleinen T-Rex, an einem Farn kleben geblieben ist. Und daraufhin wurde sie dann von Roland gefragt, ob es ihr denn wirklich gut geht. Ja, da ging so der kleine Flirt ein bisschen los, der aber dann von Sarah höflich abgewiesen wurde. Jetzt sind wir hier in Oakwood angekommen. Vielleicht merkt man schon, dass langsam, ganz langsam wird das Spiel ein bisschen düsterer. Denn, naja, das Spiel spielt nicht tagsüber. Aber jetzt haben wir noch Tag. Also muss sich ja irgendwas ändern. So. Ja. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ich meine, dass wir sogar irgendwo, der liegt diesmal hier. Wer von euch ist denn gerade mit dabei, der auch bei Twitch mit am Start war? Ich hätte schwören können, dass der Schlüssel nämlich damals hier gelegen hat. Und haben wir nicht vorher auch noch irgendwo einen Zettel gefunden, auf dem drauf stand, dass der Schlüssel irgendwo versteckt wurde? Scheinbar nicht. Na gut. Den Schlüssel nehmen wir einfach mal mit und knacken jetzt hier das Schloss auf. Die Frage ist natürlich auch, die könnt ihr mir auch beantworten. Wenn meine Freunde doch schon längst in diesem Camp drin sein sollten, warum haben die dann die Tür abgeschlossen, wenn sie noch auf mich warten? So, und das Oakwood Camp sieht man jetzt auch hier schön, ist hier auch schon längere Zeit geschlossen, ne? Das heißt, wir sind einfach eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie Bock hatten, in so einem Lost Place zu campen, will ich mal behaupten. So. Missing Robert Lorite heißt das, glaube ich. Robert was last seen walking along Seeker Trail to go finishing on July 9th, 1999. Das sind quasi jetzt, was wir hier erstmal finden, sind verschiedene Vermisstenanzeigen von Personen. Diese Person wurde einfach das letzte Mal gesehen am 9. Juli 1990. So, das ist wichtig. Also, dass man sich mal so ein paar Daten da einfach merkt, einfach mal so ein paar Vermisstenanzeigen im Hinterkopf behält. Macht später noch, gibt es eine Relevanz, warum das so ist. Wenn du irgendwelche Informationen hast, bitte kontaktiere Woodpine Park, den Woodpine Park Service. Okay. Wir haben keine Informationen. Die Zettel sind auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, denn wir sind ja im Jahr 2018 hier. Anderer Eingang, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich wirklich sein. Wobei denke ich überhaupt nicht, siehst du mal. Und hier haben wir jetzt das Camp unserer Gruppe. Muss gar ganz kurz, ich switch mal in ein anderes Fenster. Vom Sound her hört ihr immer noch genug.
Ihr werdet gleich noch genug Sound hören. Wartet mal ab. Ja. Das war unser Camp gewesen. Oder ist es immer noch? Wie wir sehen, haben wir jetzt hier ein Zelt. Zwei Zelte. Wir ignorieren einfach mal die Kratzer da drin. Die roten Kratzer im Zelt. Ein drittes Zelt. Hier, wir sind. Fünf Leute waren wir, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf scheinbar. Ja. Da haben wir noch ein Zettelchen rumfliegen. Meet me by the lake at midnight, Hannah. Für wen diese Nachricht wohl bestimmt gewesen ist. Eventuell ja für mich. Wie meine Figur heißt, weiß ich immer noch nicht, weil es wird später mit so vielen Namen um sich geschmissen, dass ich nicht herausgefunden habe, wer zum Teufel ich eigentlich bin im Spiel. Nini PNG, ey, nochmal. Ist unfassbar. Einfach nochmal tausend Dank dafür, ey. Das ist ja wirklich krass. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die Mitgliedschaften. Wenn es so weitergeht, gibt es einfach bald nur noch Mitgliedscontent. Machen wir bald gar keinen öffentlichen Content mehr. Wenn ihr jetzt eh bald alle Mitglieder seid, dann gibt es nur noch Mitglieder-Content. Vielen Dank, vielen Dank. Heftig. Okay. Kurz aus dem Konzept gebracht. Hier sehen wir jetzt auch ein paar Bierdosen, die noch ungeöffnet dastehen. Wir haben hier eine Feuerstelle. So eine ähnliche habe ich sogar auch. Hier haben wir eine Lampe, die umgeschmissen wurde. Und wer kennt es nicht? Das Feuer, das einfach trotzdem ja, horizontal weiter flackert. Man kann hier vielleicht auf die Physik ein bisschen pfeifen. Und auch das hier ist eigentlich ganz interessant, dass wir hier sehen, dass hier die Feuerstelle noch am Rauchen ist. Das heißt wohl, dass unsere Freunde noch gar nicht so lange hier weg sind. Die können ja noch nicht allzu weit gekommen sein. Mag man meinen. Bitte antworte. Ich sehe doch nicht, was du geschrieben hast. Wenn du eine eigene Kreatur in Jurassic World Alive hinzufügen könntest, welche oder was? Eine eigene Kreatur? Du meinst jetzt einen Hybriden oder was? Oder einen eigenen Dino? Weil du hast da eigentlich schon alles. Ich hätte einfach ganz gerne den Allosaurus, aber im Design von Big L. Wenn den jemand kennt. Von dem Reich der Giganten war der, glaube ich, ne? Der Allosaurus. Das Design hätte ich gerne. Das wäre wirklich cool. So, Date of Arrival, also Tag der Ankunft, 7. Juli. 7 Gäste für 3 Nächte. Ich habe eben aber nur 5 Zelte gezählt. Können ja aber auch 2 in einem Zelt schlafen, macht ja nichts. Okay, einfach so eine Anleitung jetzt quasi, wie wir dann weiterkommen. Have a wonderful trip. Anscheinend ist also kein Lost Place an sich der Ort hier. Anscheinend können wir hier sogar öffentlich legal zelten. Ich dachte tatsächlich, dass die hier wirklich illegal zelten und einfach quasi in diese Oakwood Campwälder marschiert sind. Aber hier scheint schon was passiert zu sein. Eine Frage an euch, lieber Chat. Wir können jetzt einmal ganz kurz Sherlock Holmes spielen. Dr. Sherlock Grant. In dem Spiel sollen Dinosaurier vorkommen. Was meint ihr, von welchem Dinosaurier diese Krallen sein könnten? Einfach mal in den Chat reinschreiben. Welcher Saurier hat diese Krallen hier reingefetzt? Wenn die Mehrheit von euch richtig liegt, sage ich euch, ob es stimmt oder nicht. Und das weiß ich wirklich schon. Und diese Axt, ey, ich verstehe bis heute nicht, warum ich diese Axt nicht mitnehmen kann. Das tut aber nicht zur Sache, wir marschieren einfach trotzdem mal weiter. Peter schreibt T-Rex, war wer. Nee. Ich meine, das waren ja auch zum Teil 3 Krallen gewesen. Und ich glaube, der T-Rex, obwohl er ja sehr kleine Arme hat, sind die Arme trotz allem im Vergleich zu uns ja relativ groß. Ich glaube, der T-Rex hätte da mehr Schaden gemacht. Meine ich zumindest. Velociraptor, Raptor, Raptor. Allosaurus ist es auch nicht. Nee. Wäre aber geil. Wäre aber geil, würde ich gern sehen.
Ich danke dir für die Entdeckung dieses Spiels. Ich schalte dann jetzt auf stumm und lasse den Stream aber im Hintergrund laufen für den View. Vielen Dank. Werde es dann lieber gleich selbst mal spielen. Alles klar, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Game. Knall den Sound richtig schön auf. Und kleiner Tipp, dreh dich niemals um. Ich hatte von dem Game aber vorher auch noch nie was gehört gehabt. Ich habe von dem Spiel, da habt ihr mich irgendwie draufgebracht. Und das kam 2018 raus. Und ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Möglicherweise aber auch wegen der Spielzeit. Ich meine, wie gesagt, das Teil, das gibt's noch nicht allzu lange und die Spielzeit ist Runde, wenn man es eben einfach so durchrusht. Wenn ich es jetzt so spiele, ungefähr 2, ich schätze mal 3 Stunden wird sein. Was sagen uns denn Türen, die wir öffnen und verschließen können? Ob wir wohl darauf vorbereitet werden, uns verstecken zu müssen? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch einen weiteren Zettel. Tapwater ist pumped from the lake. Das ist einfach nur ein Warning ganz oben. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so richtig kalibriert, sehe ich gerade, weil das Warning ist ein bisschen abgeschnitten. Aber das macht nichts. Einfach ein Warnhinweis, wenn man das Wasser eben nicht trinken soll und nicht damit die Zähne nicht putzen soll und bla bla bla. Die Zettel sind aber übrigens, die jetzt hier hängen, ja schon älter. Ich schätze mal, dass die laut dieser Lore von dem Spiel von 90 sein sollen. Also aus den 90ern stammen sollen noch. Das sind so Überbleibsel noch vom funktionierenden Camp. Und ihr könnt auch mal sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach mal eine 1 in den Chat, wenn ich mal ein Video über das Spiel machen soll und einfach mal die gesamte Geschichte erklären soll. Weil die Geschichte, die checkt man so nicht zwingend, wenn man nicht irgendwie die ganzen Hinweise deutet. Es ist eine Mystery-Geschichte und ich habe mich auch schon ein bisschen spoilern lassen, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß, warum hier Dinosaurier sind. Ihr wisst das aber nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ja, mach ein Video drüber, werde ich das Video sowieso erst dann machen, wenn wir das Spiel durchgezockt haben. Also nicht irgendwie vorher irgendwas spoilern oder so. Erst danach. Ich sage einfach nur so viel, dass sogar am Ende des Spiels, wenn das Ganze aufgelöst wird, werden bei euch ein paar Fragezeichen über den Köpfen stehen bleiben. Man wird sich so denken, hä? Und ich weiß, wie man dieses Hä am Ende erklären kann. Da wurde ich schon gespoilert, aber das macht auch nichts. Weil die Atmosphäre von dem Game trotzdem unfassbar geil ist. Auch hier das Ganze mit dem Nebel da hinten. Ich hätte ja gerne ein bisschen Nebel in dem Spiel. Gerade hier über dem Wasser. Ist schon wirklich, wirklich frisch gemacht. So. Das sind übrigens auch immer so ganz fiese Momente, wenn man einfach ganz genau weiß, man kann nicht mehr zurück. Das sind immer gute Hinweise. Aber da waren auch immer schön an diesen ganzen Raststellen hier, waren immer schön kleine Lagerfeuerplätze gewesen. Kleine Feuerstellen. Nicht ins hohe Gras laufen. So sagt man, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir noch außerhalb des eigentlichen Weges was finden können, aber ich glaube nicht. Oh. Kurze Frage, aber hört ihr das auch?
Sonst kommt dein Pokémon. Ja, stimmt. Stimmt, das war auch immer das hohe Gras. Ich glaube, wir gehen mal lieber schnell hier ins Wohnmobil rein und gucken mal, dass wir hier sicher sind. Was soll da schon passieren? Komm schon, steh wieder auf. Das haben sie hier ein bisschen unglücklich hinbekommen, finde ich. Normalerweise hörst du gerade mit den Kopfhörern hier, von wo Geräusche ankommen. Das ist jetzt hier beim was auch immer da jetzt ankommt, ein bisschen schwieriger. Das kann man nicht so wirklich deuten. Ja, wir können ja mal gucken, wir uns hier ein bisschen umschauen mit der Taschenlampe. Mit F kann ich sie an- und ausschalten. Oh, oh. Und ja. Man sollte dem ein oder anderen Tier vielleicht nicht genau in die Fratze leuchten. Ich mach's aber einfach trotzdem. Oh. Wer hat gerade noch The Lost World Jurassic Park Flashbacks? Aber ich könnte doch theoretisch einfach, wenn ich hier rausrennen würde. Meint ihr, der würde mich dann kriegen? Wahrscheinlich aber schon, ja. Nie Taschenlampe einschalten, stimmt's, ja. Oh, 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 oh. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Aber ich find's auch immer wieder sehr erstaunlich, wie krass auch bei anderen Dinosaurier-Spielen Steven Spielbergs Jurassic Park die Designs geprägt hat. Ich meine, der T-Rex sah 1:1 aus wie die Rexe aus Jurassic Park. Okay, ich glaube, er ist weg. Aber ich will mich hier gerade nochmal umschauen. Ja, wirklich viel zum Einsammeln habt ihr jetzt hier auch nicht. Ne? Es geht hier mehr um die Atmosphäre von dem ganzen Press Control stand da eben irgendwas. Wo ist denn Control? Ich bin so ein Tastaturidiot. Tobi will, dass wir einen Herzinfarkt bekommen. Nee, 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 du musst dem T-Rex immer, das hat Jurassic Park immer nur falsch rübergebracht, du musst dem T-Rex immer ins Gesicht leuchten mit der Taschenlampe. Die haben Angst vor Licht. Schreib dir das auf, das ist wichtig. So. Dann gehen wir jetzt mal da rein und ich setze nur mal ganz kurz die Kopfhörer ab, einfach aus Gründen. Die müsst ihr nicht verstehen. Oh. War gerade eine saudumme Idee. Hey Pacific Rim Fan, schön, dass du auch am Start bist. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade... Oh Gott, Sekunde. Ich stelle euch mal so, dass nichts passiert, dass ihr euch aber trotzdem fragt, ob ihr euch jetzt in die Hosen scheißen sollt. Ungefähr so. Währenddessen stecke ich mal ganz kurz das Kabel wieder rein. So. Ich dachte, es ist anders. Ja, aber da hast du halt falsch gedacht.
Es ist wissenschaftlich bewiesen. Ein wissenschaftlicher Fakt. Ist der Ton zu laut vom Spiel? Was ist das für ein Spiel? Das Spiel nennt sich Oakwood. Oder Oakwood, nicht Oakwood, also Oak. Ist ein Dinosaurier-Horror-Game. Da kommt jetzt safe was. Ach, Quatsch. Wir sind doch hier, wir sind hier safe, das meinst du wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt von irgendeinem Vieh angegriffen werden. Als ob jetzt hier irgendwas kommt. Das ist ja Quatsch. Ich check nur noch mal ganz kurz für euch den Stream ab, ob ihr auch jetzt wirklich alles so seht, wie es gesehen werden soll. Es ist relativ dunkel und das einzige Licht, das ihr jetzt wirklich wahrnehmt, sind die Stellen, auf die ich mir Taschenlampe leuchte. Ist das richtig so? Es scheint zumindest so zu passen, wenn ich den Stream jetzt hier richtig beäuge. Das ist okay. Okay, dann würde ich sagen, dreht den Sound mal voll hoch. Auf geht's. Ich werde euch währenddessen ein bisschen durch die wundervollen, schönen Gänge des Oakwood Camps hindurchleiten. Hier haben wir jetzt bereits ein paar Bänke zusammengestellt, da unsere Besucher und Besucherinnen sehr ordentlich waren. Die haben ebenfalls die Kanus einfach hier reingestellt. Da hinten, das ist ein bisschen abseits vom eigentlichen Plan. Das war der Kevin, der hat das Kanu falsch hingestellt und ist deswegen auch aus dem Camp geflogen. So. Hier haben wir jetzt noch ein paar Türen, die wir öffnen können. Da sind manchmal Sachen drin, wie zum Beispiel das hier. Warum sollten jetzt hier Totems liegen? Komisch, oder? Warum sollten hier Totems im Park liegen? Das Main Office ist noch verschlossen. Das ist gut. Ich sehe halt hier gerade mal gar nichts mit der Taschenlampe. Wenn wir die jetzt ausmachen, ist es noch schlimmer. Okay. Du musst nichts sehen, Felix. Ich muss das sehen. Ich spiele das ja. Du musst es nur auf dich wirken lassen. History and People of the Woodpine bla bla published 1900. Ach so, 89. Wir können nicht mal reingucken. Na gut. Dann wird es auch nicht so wichtig sein. Rexe hassen Taschenlampen. Meinst du? Davon könnte man ausgehen, wenn man nach Jurassic Park geht, ne? Aber das ist natürlich auch einfach falsch. Okay, das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Info, die man sich merken muss, um das Ende mehr oder weniger verstehen zu können. Hier geht's um die Similar Findings, 7 years ago. Ich sag mal so viel, dass die verschwundenen Personen sind zu dem Zeitpunkt, als das Oakwood noch geöffnet geworden ist oder geöffnet war, sind alle 7 Jahre Sichtungen von Kreaturen, wahrscheinlich Dinosauriern, da gewesen und alle 7 Jahre sind Menschen hier verschwunden. Welch seltsamer Zufall, genauso wie das hier. Als ob hier etwas reingewollt hätte. Aber wir können noch nicht in die Tür. Da die nämlich noch verschlossen ist. Deswegen gehen wir mal den Weg jetzt hier. Und ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwie den Überblick behalte. Das finde ich übrigens sehr geil hier einfach. Diese alten Spielautomaten. Man kann aber nicht sehen, was für Spiele da drauf gezockt werden konnten. Das gibt's nur für einen PC, meine ich, ja. Ja. Das ist so ein typisches Steam-Spiel. So ein Indie-Game eigentlich, ne? Sagt man dazu. Da lag doch eben gerade noch irgendwas hier am Boden. Ah, ne, das war das hier. Ah, okay. Das haben wir schon gelesen. Also,
Also wie gesagt, wenn ihr das Ganze selber spielt, dann eben immer diese Bücher hier lesen und die ganzen Zettel, dann kommt ihr so ein bisschen auf die Story. Ich habe mir die gesamten Zettel mal durchlesen lassen in so einem YouTube-Video. Ich habe nicht ganz gecheckt, worum es dann im Endeffekt ging. Ich habe auch das Ende vom Spiel schon gesehen, habe es dann auch nicht so ganz gecheckt und dann wurde es mir erklärt, was alles zu bedeuten hat. Das sind wahrscheinlich aber die meisten von euch einfach schlauer als ich. Weil wo ich dann gehört habe, was hier wirklich abgeht, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja klar. Aber man kommt irgendwie so nicht drauf. Und ja, das Spiel in VR, das wäre wirklich, das wäre wahrscheinlich... Boah. In VR aber auf jeden Fall, muss ich auch sagen, wäre halt die Länge von dem Game noch optimal gewesen. 2-3 Stunden, das passt dann schon. Meinst du, du machst ein Video zur Lore? Genau, genau. Ich mach quasi ein Video, wo ich einfach erkläre, was war die Vorgeschichte von dem Oakwood Camp. Was ist hier wirklich passiert oder wie sind diese Mysterien aufgetreten? Und da ist dann die Auflösung davon. So in 3 schöne Kapitel. Und jetzt geht's weiter. Genau zuhören. Man versteht jetzt nicht so ganz genau, was da genuschelt wird. Haben wir jetzt unseren Schlüssel? Picked up the main office key. Das Main Office haben wir auch schon gesehen. Ups. Das hier ist übrigens kein Blut. Das ist... Da hat jemand Beeren da unten gepflückt. Und dann ist hier der Sack aufgerissen mit den Beeren drin. Und dann sind hier die ganzen Beeren ausgelaufen. Da ist der Sack auch noch. Seht ihr? Das ist kein Blut. So. Um das mal ganz kurz alles klarzustellen. Kommt auch mal was für die PS5. Dino Horror Games, meinst du? Wenn wir Glück haben, kommt Death Ground irgendwann nochmal raus. Das soll ein super, super geiles Horror Next-Gen Jurassic Park ähnliches Game werden. Ist aber schon so lange in der Entwicklung. Und inzwischen hört man davon gar nichts mehr. Und ich hoffe, dass es aber noch kommen wird, früher oder später. Wir gehen einfach gerade mal zurück. Wir ignorieren einfach mal so ein paar Geräusche hier, die von draußen kommen. Ihr könnt ja mal ganz kurz so die Atmosphäre hier von dem Game benoten. Note 1 bis 6, ihr wisst, wie das läuft. Schulnoten. Was sagt ihr dazu? Ich finde wirklich, Atmosphäre ohne Übertreibung ist schon 2 plus und nur keine 1 wegen der Grafik vielleicht. Das in Next Gen nochmal, ey, das wäre echt geil. Da haben wir jetzt hier das Main Office. Da hat jemand seine Pommes mit Ketchup fallen lassen. Das kann auch sein. Aber es waren Beeren. Ich habe es dir eben gerade erklärt. Verdammt nochmal. Da haben wir noch ein paar andere Zettel. Tagesaktivitäten. Um 9 Uhr war der Freeze Tag. Was ist denn ein Freeze Tag? Ich kenne einfach nichts davon. Okay, Reading and Storytelling um 2 Uhr, das verstehe ich. Fußball um 3 Uhr. Aber ein straffer Zeitplan hier, oder? Ein sehr straffer Zeitplan. Du hast quasi nur Zeit. Reading and Storytelling von 2 Uhr, aber um 3 Uhr fängt ja schon Fußball an. Das heißt, du musst auf jeden Fall zwischen 2 und 3 irgendwie aus dem Camp raus und dann wahrscheinlich nach draußen auf so ein Sportgelände. Und dann um 4 Uhr geht's wieder weiter mit dem Jagen. Scavenger Hunt, das sehe ich ja jetzt erst.
Scavenger Hunt. Okay. Interessant. Ich glaube, jetzt inzwischen, wo ich weiß, wo das Ganze drauf hinausläuft, im Endeffekt, drauf hinausläuft, ja. Und ich lese jetzt sowas, da macht es bei mir andauernd Klick. Und ich denke mir so, wie konnte ich es einfach nicht raffen die ganze Zeit? Naja. Okay, hier haben wir jetzt den nächsten Vermissten einfach. Zuletzt gesehen. Während dem Sommerjubiläumstag Scavenger Hunt. Ob da ein Zusammenhang sein könnte. Also, ja. In diesem Oakwood Camp sind anscheinend ziemlich viele Sachen, die nicht ganz so richtig laufen. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Office rein. So, willkommen im Main Office. Ich check hier mal ganz kurz nochmal die. Oder ich richte mir mal ganz kurz nochmal die Chatmaske ein bisschen anders ein. Ihr könnt euch ja gerade mal durchlesen. Ich werde jetzt aber hier, wie gesagt, nicht auf alle Nachrichten eingehen. Ich werde mir auch nicht alle Nachrichten davon durchlesen. Denn das Video kommt auf jeden Fall dazu. Und da gehe ich einfach mal auf alles ein, was wir dann eben auch hier finden an Nachrichten. So. Okay, was jetzt? Was sind Scavenger? Scavenger ist, übersetzt sowas wie Aasgeier. Ja. Glaube ich. Warte. Ich schau gerade nochmal nach. Scavenger. Genau, Aasgeier oder Aasfresse. Übersetzt. Also haben wir eben gerade eine Aasfresserjagd gesehen. Das finde ich schon sehr interessant. Zumindest wurde es eben gerade auf dem Zettel hier gerade beschrieben. Scavenger heißt Aasgeier laut Google. Hab eben gerade auch geschaut. Ja, genau. Aasgeier oder Aasfresser eben. Gut. Dann schauen wir hier mal weiter, was wir noch alles rumfliegen haben. Ja, eben wie gesagt, noch weitere Nachrichten, die uns dann so ein paar Infos geben. Im Endeffekt geben uns die Nachrichten wirklich auch nur Infos über die Hintergrundgeschichte. Und das Ziel vom Spiel ist wahrscheinlich einfach, dass man wirklich versteht, was abgeht. Utahraptor ist der cool, 6 Meter lang. Ganz schön groß, aber komplett okay. Utahraptor, die waren doch aber auch so befiedert, oder? Meine ich. Erzählt mir doch mal ganz kurz keinen Mist. Das ist wirklich, ey, ich schaue noch mal in meinem Livestream nach auf Twitch. Ich habe im Livestream auf Twitch auf jeden Fall hier den Frauenschlüssel gefunden für die Frauenumkleide. Das war eben gerade der für die Männerumkleide. Anscheinend ändert sich hier immer ein bisschen was. Ich bin mir ganz sicher. Oder wir finden jetzt hier beide Schlüssel. Nee. Da ist noch ein Zettel, den ihr euch gerne durchlesen könnt. Ist jemand dabei, der auch im Twitch-Stream mit dabei gewesen ist? Ich schwöre, das war der Frauenumkleideschlüssel gewesen. Die Keys sind immer anders. Okay, okay, okay. Das heißt, die verändern die sogar noch mit dazu. Das ist interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. Bei mir war der auch woanders. Okay, genau. Das habe ich am Anfang nämlich auch ganz kurz die Überlegung gehabt, dass der Schlüssel vom Anfang eigentlich auch woanders gelegen hat. Jetzt schon so ein bisschen belastend, weil ich gerade hier so voll mit einem großen Maul reingegangen bin und dachte, ich kenne jetzt hier schon alles. Jetzt machen die sowas.
finde ich nicht so ganz okay. Wer weiß nämlich, was die noch alles geändert haben. Oh. Diesmal haben wir die Tür hier. Ja, aber nicht spoilern jetzt hier, ne? Das ist ja dann doof. Okay, wir schauen uns hier gerade nochmal um. Dass wir halt zu Not irgendwie auch die Möglichkeit haben, möglicherweise uns irgendwie ein bisschen zu verstecken. Ist gerade mein Ton auch noch ausgegangen. Das ist jetzt ganz unpraktisch. Sekunde. Denn den werde ich gleich noch brauchen, den Ton. Der darf jetzt auf gar keinen Fall ausfallen. Kann aber auch einfach sein, dass ich wirklich es geschafft habe, irgendwie bei dem Kopfhörer jetzt hier irgendwas hinten rauszuziehen. Dann nehme ich gerade meinen anderen Kopfhörer. Gib mir mal 2 Minuten, wahrscheinlich gar nicht mal so lange. Dann kann ich den anderen Kopfhörer mal kurz anschließen, damit ich irgendwas höre. Der Ton und ich, ey, das sind ewige Feinde. So. Huch. Mit dem Internet, das geht jetzt ja inzwischen. Das habe ich hinbekommen mit dem Internet. Nur der Ton ist halt manchmal... Da sind die Kopfhörer irgendwie umgestellt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und ich habe jetzt einfach keinen Bock, in den Einstellungen irgendwas zu verändern. Bevor ich jetzt hier nämlich alles komplett abschieße. Jetzt betreten wir die Turnhalle. Also im Endeffekt war das aber wirklich komplett für die Katz gewesen. Also in der anderen Variante kommt die einfach aus der Frauenumkleide dann hier raus. Da hat sich jetzt einfach gar nichts verändert. Und du siehst hier einfach wirklich nur schwarz, wenn du gerade ausguckst. Das ist wirklich echt heftig. Deswegen orientieren wir uns gerade mal irgendwie am Boden. Und laufen einfach weiter. Okay. Eine Küche. Was könnte hier sein? Ich hab hart Angst, hier lang zu laufen. Ist die Küche auch anders? Verarscht die mich jetzt gerade? Bin ich nicht hier lang gelaufen? Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel einfach... Nee, okay, doch nicht. Nee, alles gut, alles gut. Regt euch mal ab. Ist alles noch unter Kontrolle. Ich laufe hier lang und ich duck mich auch einfach nur, weil ich gucke, ob auf dem Boden vielleicht Geld liegt. Nicht, weil ich Angst habe. Guck, da hätte ja Geld sein können. Wie schade. Naja.
Gut, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen, und ach was, komm. Ein Raptor in der Küchenszene. Hat sich das Spiel da etwa irgendwo inspirieren lassen? Habt ihr ihn gesehen? Ich weiß, man sieht ihn nur sehr schwierig, weil man gerade gar nicht wirklich was erkennt, aber glaubt mir, er ist da. Und er hat so unfassbar Bock, mir einfach ins Genick zu beißen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er steht direkt über mir und guckt auch noch runter. Ich tue mal einfach so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Dann sieht er mich wahrscheinlich auch nicht. Und genau so ist es auch gewesen. Okay. Wir tasten uns langsam vor und müssen hier wieder runter. Spaß. Okay, war ein Witz gewesen. Alles gut, alles unter Kontrolle. Ist nur eine Bierflasche. Das macht nichts. Eine Weinflasche, Entschuldigung. Ist nur eine Weinflasche. Ich dachte, das wäre ein Velociraptor. Das ist zum Verwechseln ähnlich. Was ist denn das für ein Toaster? Und zwei Mikrowellen. Oha. Ich hab echt... Das ist... Nee, ey. Ich... Ich muss da... Was muss ich eigentlich jetzt machen? Ich renne einfach mal um mein Leben. Oh Gott. Hallo. Was geht ab? Was ist los? Was habe ich verpasst? Kannst du mich bitte grüßen? Nur eins von beidem. Entweder grüßen oder die halt sagen, was du verpasst hast. Beides gibt's nicht. Ist hier kein Wunschkonzert. Ich habe hier gerade einen Überlebenskampf vor mir und du kommst jetzt hier mit so Faxen an. So. Hat sich irgendeiner von euch eigentlich schon in die Hosen geschissen? Ich muss das wissen. So. Ich mag es nicht, wenn das Spiel speichert. Speichern ist immer so ein Moment, wo man ganz genau weiß, das Spiel will dich jetzt einfach seelisch brechen. Deswegen speichern wir hier einfach mal. Damit, wenn ich jetzt hops gehe, die nächste Generation hier einfach weiterspielen kann. Okay. Oh, hier ist einfach Licht. Oh, das Licht ist wieder weg. Naja. Die Freude ist nur ganz kurz da gewesen. Ich muss jetzt in diesen dezent dunklen Gang. Aber hier muss es doch auch irgendwas geben. Ich bin doch jetzt nicht einfach umsonst hier reingelaufen wegen so einem Deo-Spray, oder nicht? Football, noch ein Deo-Sonnencreme. Was haben wir hier noch? Dosen. Aha, Dosenfraß. Lampen. Lampen wären auch geil. Weil die Taschenlampe, die ich hier habe, ist wirklich echt für den Arsch. Hätte ich auch ein Feuerzeug nehmen können. Ach so, ich sollte, ja. Noch ein Totem entdeckt. Ich sollte mich vielleicht unsichtbar und relativ leise bewegen.
Ich muss nach da vorne, wo das Licht flackert. Und das ist doch mein Ziel, oder bin ich bescheuert? Und ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn mich der Raptor, Mr. Raptor, Sir, wenn Sie mich jetzt einfach wirklich in Ruhe lassen würden. Es geht mir nämlich tierisch auf die Nerven, gefressen zu werden. Obwohl ich jetzt hier noch gar nicht gefressen wurde, muss ich dazu sagen. Da habe ich beim Twitch-Stream wesentlich schlechter abgeschnitten. Allerdings bin ich jetzt ja hier auch. Vorbereitet und weiß ungefähr, was passiert. Dieses Licht da oben belästigt mich auch sehr. Oh Gott, oh Gott. Hui. Jetzt schön leise sein. Genau deswegen magst du keine Horrorgames. Deswegen sind doch aber Horrorgames gerade so geil. Kannst du mal den Raptor in Nahaufnahme zeigen? Nee, ich glaube, den siehst du schon früh genug in Nahaufnahme. Würde ich einfach mal so schätzen. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall nicht raus. Wir machen jetzt hier... Wir bleiben jetzt einfach hier. Wir bleiben jetzt genau hier sitzen für die nächsten 7 Stunden und dann beenden wir den Stream. Jetzt habe ich mir extra so eine schöne Limo geholt. Aber jetzt habe ich keinen Flaschenöffner hier. Aber ein Feuerzeug. So. Wir machen jetzt mal weiter. Ich marschiere jetzt nämlich da raus. Seid ihr bereit? Dämliches Spiel. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier lang muss überhaupt. Aber Raptoren sind auch schon sehr lästige Tiere. Sehr, sehr lästige Tiere. Seht ihr ihn? Ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht, oder? Sieht er mich? Nee. Aber eigentlich müsstet ihr ihn jetzt sehen können. Oh oh. Ich glaube, der sieht mich auch gleich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der so richtig genervt ist. Komme ich auf jeden Fall auch da drüben raus. Lass mich raten, der steht jetzt immer noch da in der Mitte. Steht direkt vor mir. Er steht direkt unter mir. Aber ich sehe halt so halt gar nichts, ne? Ich muss irgendwie jetzt warten, bis ich wenigstens ein bisschen was sehe. So. Und der ist aber rechts von mir. Dann werde ich einen Teufel tun und nach rechts, wird auf jeden Fall nach links gehen. Wir gehen jetzt einfach mal ganz in aller Ruhe. Ach du Scheiße. Ich will unter diesen Tisch. Ich will unter diesen Tisch. Oh Gott, okay. Alles unter Kontrolle.
Schnell, 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 schnell. Und ich sehe nichts, ich bin raus. Gott sei Dank. Den Anfang kenne ich schon, ja. Wir kommen später nochmal unter die Erde. In so... ja, Abwasserrohre, sage ich jetzt mal. Da habe ich keine Ahnung mehr, wie es da weitergeht. Da haben wir aufgehört. Du, wenn ich ihn nerven würde und er wird weiterhin hier zugucken, wäre das schon schön blöd. Ich gucke ja niemandem zu, der mich irgendwie nervt. Ich sollte schneller laufen. Was haben wir jetzt hier noch? If anyone reads this, Villain and I are up ahead looking for a safe place to hide until morning. It's not safe in the woods. Da muss ich aber jetzt hin. They hunt from the bushes. Please be careful, Zoe. Ja, das heißt, dieser Zettel ist neuer. Der Zettel hier ist nicht vom Camp selber. Der Zettel hier ist von unseren Freunden, aber nur von der einen Seite. Also von hier ist der Zettel da und von hier nicht. Das ist sehr schön. Sind wir vielleicht in Silent Hill gelandet? Sie jagen aus den Büschen, hat er eben gerade gesagt. Okay. Dann lass sie mal aus den Büschen jagen. Und ich verzieh mich jetzt hier einfach. Jetzt sind wir übrigens hier im Woodpine Forest, vor dem wir ja schon gewarnt wurden. Da hier nämlich die ganze Misere wohl ihren Ursprung hat. Wichtig hierbei ist übrigens einfach nicht stehen bleiben. Man muss wirklich hier durchrennen. Das ist, wenn du hier nicht rennst, dann kriegen die dich. Okay, weiter, 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 weiter. Da oben war auch noch eine. Mann, die rennen neben mir, rennen die gerade her, die Raptoren. Deswegen muss ich jetzt einfach mal versuchen, irgendwie, einen cleveren Weg hier rausfinden. Die sind nämlich einfach direkt hinter mir. So. Hier haben wir jetzt Dennis Nedrys Auto. Und das Auto hat kein Benzin. Mhm, Das kennen wir auch noch, die Stelle hier. Zumindest wer bei Twitch mit am Start war, kennt die Stelle hier noch ganz gut, schätze ich. Das Auto wird auch auf gar keinen Fall irgendwelche Dinosaurier anlocken. Auf gar keinen Fall. Warum sollte es? Und auf geht's. Und schnell, 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 schnell. Und ich duck mich gerade übrigens nicht. Das Gras jetzt ist wirklich so hoch. Das heißt, das ist hier wirklich ein bisschen fies gemacht, dass man eben den Weg nicht direkt findet. Und das könnte mir jetzt zum Verhängnis werden. Nee, doch nicht. Ist noch alles unter Kontrolle. Da vorne haben wir jetzt schon den ersten Bunker. Und da sind wir auch dann schon mal... fürs Erste in Sicherheit.
Was, oh, wenn das Auto von dem kommt, dann weiß ich ja, wer jagt. Ja, ja. Aber mich jagen jetzt hier, ich sag mal so viel, noch die Velociraptoren. Das sind jetzt hier gerade noch meine Gegner, meine Gegenspieler. Aber das wird sich noch ändern. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Ich schätze mal, ihr habt ihn auch gerade gesehen. Sehr schön. Da kann man aber auch wirklich getrost so viel sagen, dass wenn man weiß, was man machen muss, kommt man hier relativ leicht durch bei dem Game. Das fällt mir jetzt gerade mal so richtig auf. Ich bin beim ersten Mal so oft schon gestorben hier. Bis man eben alles erstmal rausfindet, dass man rennen muss, dass man die Taschenlampe da ausmachen muss, dass du das da machen musst. Sieht gerade alles so einfach aus, aber das war es am Anfang wirklich nicht gewesen. Und gleich kommen wir, wie gesagt, dann auch an eine Stelle, wo ich dann selber... Oh, oh. Da drüben muss ich eigentlich rein, wo ich dann selber nicht mehr weiter weiß. Und an die kommen wir nämlich jetzt an die Stelle. Jo. Er ist hinter dir. Ich glaube, das sind mehr als nur einer gewesen, die hinter mir waren. Ein wildes Radfratz, ey. Das wäre schön, wenn es nur ein wildes Radfratz gewesen wäre. Wir sind jetzt nämlich unter der Erde. Ich kann euch mal verraten, dass wir ab jetzt einen neuen Dinosaurier kennenlernen. In dem Spiel jetzt hier. Welcher könnte das sein? Überlegt mal. Welcher Saurier passt zu dieser Location hier? Schreibt mir das gerade mal in den Chat. Dann kann ich mir nämlich gerade noch mal was zu trinken einschenken. Ja, Todon würde auch passen, aber ist es nicht. Nee, bitte nicht spoilern, bitte nicht spoilern. Ich lese mir einfach nur die Kommentare gerade mal durch. Der Brachiosaurus, genau. Der kommt jetzt mit dem langen Hals hier rein. Marschiert. Ich orientiere mich jetzt hier an der Wand. Weil ich bin ja ein Fuchs und die Wand kann ich nämlich sehen. Alles andere halt nicht. Oh, jetzt haben wir aber hier wenigstens mal ein bisschen mehr Licht. Das finde ich ganz schön. Dass man jetzt auch hier mal ein bisschen was sieht. Ich habe einen Tipp für dich. Ja, hau mal raus. Ein Tipp, aber ohne zu spoilern, bitte. Tipps nehme ich gerne an. Aber nur spoilerfreie Tipps. Das wäre echt dufte. Lad die Saurier auf einen Kaffee ein, dann lassen sie dich in Ruhe. Meinst du, das klappt, Lama? Meinst du, das funktioniert? So einfach. Und ich käme halt hier einfach wieder raus. Da oben ist es hell, relativ hell. Aber er kann die Leiter halt nicht benutzen, weil Gründe. Freunde dich mit dem T-Rex an und der beschützt dich dann. Das war jetzt dein Tipp. Ich dachte, du meinst einen ernsthaften Tipp zu dem Spiel. Naja, trotzdem danke.
Ah. Oakwood Township. Okay, diese unterirdischen Gänge sind wohl nicht komplett, also die sind incomplete, also noch nicht fertiggestellt. Construction. Okay. Wann das Ganze fertiggestellt wird, ist noch unbekannt oder unknown, wie es hier steht. Da fehlt noch der Skydroverse dahinter, das haben die wohl vergessen. Wir gehen einfach mal rein in die ganze Nummer jetzt. Ihr könnt mir ja weiterhelfen, wenn ihr jetzt irgendwie meint, etwas zu finden, was mir hilft. Ich kann schon mal so viel sagen, das hier wird jetzt ein Labyrinth. Und ich kenne den Weg halt nicht, weil es ein Labyrinth ist. Und da ist ein Saurier drin. Im Labyrinth. Und ich auch. Das ist schlecht. So. Ich würde einfach sagen, ich folge mal dem Licht, oder? Blinkendes Licht ist doch meistens ein Zeichen für Sicherheit. So. Jetzt laufen wir einmal im Kreis herum, außenrum. Und gucken erst nach rechts und dann nach links. Und dann gehe ich mal hier lang, wo eine Tür ist. Das war dumm, weil von da bin ich gekommen. Sehr gut. Geht gut los. Nimm Raptoren als deine Freunde. Aber die sind halt so stressig immer. Raptoren brauchen auch viel Auslauf. So. Ich könnte euch jetzt hier den Jumpscare nicht mal ersparen, wenn ich versuchen würde, ihn euch zu ersparen, weil der anscheinend auch an einer anderen Stelle passiert als sonst. Da ist jetzt wieder ein Licht. Soll ich echt mal den ganzen Lichtern jetzt hier folgen? Das ist das gleiche wieder. Nee, ist es eben nicht. Das hier scheint ein anderes Licht zu sein und das führt mich jetzt nach unten. So schnell komme ich da wieder raus. Wisst ihr, wie lange ich da auf Twitch für gebraucht habe? Also ich bin in Twitch, habe ich, auf Twitch habe ich es nicht geschafft, das Labyrinth hier zu durchgehen. Jetzt habe ich halt keine Ahnung mehr, was jetzt passiert. Taschenlampe geht auf jeden Fall schon mal aus, das ist immer gut. Und wir haben einen langen Gang vor uns. Das ist eigentlich schlecht. Der arme Saurier, wie ist der da reingeraten? Der lebt da unten. Die Saurier, die mögen das hier. Ah, da ist eine neue Lichtquelle. Kann ich die aufheben? Auch nicht. Im Spiel Jurassic World Aftermath waren die Dinosaurier, die wir jetzt hier treffen, auch im Untergrund gewesen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wer das Spiel also kennt, weiß, wovon ich rede. Ich will nicht in diesen. Ah. Komm, ey. Machen wir Schluss für heute, oder was? Chat, oder machen wir jetzt weiter? Wie sieht's denn aus? Ich hab grad irgendwie den Drang. Nicht hier lang zu laufen. Also weder da noch da lang. Irgendwie will ich hier einfach nur weg. Okay. Ich finde, man sollte ein besseres Licht aufheben können. Das wäre echt cool, ja. Aber ich sage mal so, dass das Spiel natürlich auch damit spielt, dass du halt so gut wie gar nichts siehst. Ne? Das ist natürlich, die Lampe zeigt dir alles, was du sehen sollst, was du sehen darfst. Alles Übrige ist erstmal irrelevant. Aber ich gehe mal wieder an die Seiten, weil ich sehe halt gerade echt gar nichts. Musst du, ich kann, muss ich wirklich rennen? Ich meine, die Saurier, die wir jetzt hier unten antreffen, sind nicht unbedingt fürs Rennen bekannt. Was stand da an der Wand? Das hier, Tunnel 2.
Steht sogar auf Deutsch dran. Okay. Oder meinst du hier hinten? Habe ich da irgendwas übersehen? Das hier meinst du? Das ist nur eine Zahl. Das sieht aus wie 2, 4 Siebtel oder sowas. Keine Ahnung. Was das zu bedeuten hätte. Tunnel 1. Da ist doch was. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ja, das könnt ihr sehen, oder? Das ist auf jeden Fall kein Raptor, wie ihr jetzt seht. Und der frisst einen Menschenarm. Meine Taschenlampe ist leer. Die kann sogar leer gehen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Seit wann geht denn das? Jetzt klingelt Handy auch noch. Ich sehe gerade, ich muss mich auf mein Gehör verlassen. Das war ein Dilophosaurus, der die Hand eines Menschen im Maul hatte. Und die gefressen hat. Taschenlampe ist weiterhin noch kaputt. Das sieht aber ganz gut aus. In case of emergency water. Can we open and pumping? Ah, da muss ich dann wieder zum Anfang zurück, oder was? Weil ganz am Anfang haben wir ja das Wasser da gehabt und das können wir eventuell jetzt irgendwie ablaufen lassen. Oder auch nicht. Schade, ey, wir müssen echt weiter. Ich dachte, wir können jetzt wieder zurücklaufen. Aber wir müssen weiter in die Richtung. Und ich hoffe, Batterien oder irgendwas jetzt noch zu finden. Ich glaube, das Spiel will, dass die Taschenlampe leer ist. Ich glaube auch, dass wir die nicht mehr benutzen sollen jetzt hier. Neuen Speicherpunkt erreicht. Allerdings sehe ich halt gerade echt nicht viel, ne? Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder irgend so eine komische Grenze übertreten. Von der es kein Zurück mehr gibt. Ist das ein Nachtsichtgerät? Oh nein, bitte nicht sowas, ey. Bitte verarsch mich doch jetzt nicht. Das wird ja immer schlimmer. Und es flackert sogar noch. Wie geil. Ich habe jetzt halt keine Ahnung. Es sind die Dilophosaurier, ja. Wie sich die Viecher aber verhalten. Also ob die mir auch hinterherrennen wie die Raptoren oder ob ich die nicht angucken darf. The gate can be opened by pumping the tree. Okay, die muss ich aber jetzt erstmal finden, oder was? Scheinbar werde ich jetzt hier anfangen müssen. Drei verschiedene. Waren drei, oder? Ja. Okay, deswegen haben die auch die Taschenlampe weggemacht, damit ich jetzt mit dem Nachtsichtgerät hier rumeiern kann. Da sind doch alle drei.
The gate switches require 3 power sources. Okay. Müssen wir die jetzt erstmal finden. Und latschen einfach direkt ins nächste Labyrinth rein, oder was? Ich könnte so kotzen gerade. Und die Batterie von dem Scheißding kann auch noch leer werden. Ich könnte wetten, ich muss hier einfach auch rennen, aber halt irgendwie beim Rennen versuchen, die Power Switches zu aktivieren. Da ist einer. Jetzt an, ja. Oh Mann, die Dilophosaurier, bitte. Ich hasse die. Es ist wirklich. Und ich habe keine Ahnung, wie ich dem. Was muss ich machen, damit. Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Angerannt gekommen. Kann ich wegrennen? Habt ihr den eben gerade gesehen? Da ist er. Aber er läuft wieder weg. Okay, der zieht hier also auch seine Bahn, wie es aussieht. Dämliches Mistvieh, ey. Der ist gerade um die Ecke gelaufen. Da müsste ich doch aber theoretisch jetzt hier freie Bahn haben. Da sehe ich das irgendwie falsch. Es sei denn, es sind mehr als nur einer. Wenn es mehr sind, dann will ich jetzt nicht mehr. Aber es war eben auf jeden Fall nur einer. Da ist der dritte Switch. So, jetzt kann ich aber auch nicht einfach zurücklaufen, weil der kommt mir dann entgegengerannt, ne? Oder auch nicht. Zack, zack. Okay. Wir haben jetzt 3 Switches aktiviert. Und müssen jetzt wieder zurück, oder was? Und das, oh nein, und das Ding geht gleich leer. Oh ja, okay. Das Wasser ist jetzt abgesaugt. Sehr geil, weiterrennen, weiterrennen. Scheiße. Ich sehe halt jetzt gar nichts mehr. Wir sind wieder in diesem scheiß Labyrinth jetzt übrigens drin, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber wir haben es anscheinend geschafft, diesen Part zumindest. Wir sind jetzt von da oben hier runter. Und hier ist das Licht wieder besser. Taschenlampe ist immer noch aus. Und ich schätze mal, die Lophosaurier werden weiterhin auftauchen. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei mit dem. Ich könnte wetten, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Oder kommen wir jetzt wieder nach draußen? Nee. Er kann ernsthaft nicht durch Wasser durchlaufen. Mann, 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 Mann. Dann laufen wir eben hier lang. Und drehen das Wasser sehr wahrscheinlich aus. Okay. Ist okay. Solange es nur das ist, kein Problem. Ich renne einfach mal aus purer Panik hier raus. Okay. Und da unten ist ein Leuchtfeuer gelandet. Geh jetzt Mittagessen, komme gleich wieder. Alles klar, lass dir auf jeden Fall schmecken. Was auch immer es gibt. Unknown Location. Ja, wir gucken mal, was hier unten ist. Denn das hier... Das ist tatsächlich einfach nur eine Signal. Ein Signallicht. Ein Signal wofür? Wir werden jetzt ja wohl kaum von mir verlangen, dass ich jetzt hier langlaufe ohne Taschenlampe. Obwohl es wird auch wieder heller, merke ich gerade. Ist nicht mehr ganz so dunkel. Somehow I snuck by it without it noticing. And when
Wie am Anfang. Okay, alles noch unter Kontrolle. Ich weiß auch nicht, was der nächste Saurier sein könnte. Ich glaube, die Lophosaurier ist aber erstmal fertig. Und das ging eigentlich relativ gut klar, weil das Vieh nur ganz kurz aufgetaucht ist. Da sind überall noch Signalleuchten, aber ich will mal ganz kurz hier in die Ecke laufen. Das sieht mir nämlich sehr auffällig aus wie ein Weg, den man irgendwie gehen sollte. Um vielleicht irgendwas zu entdecken? Nee, ich komme einfach woanders jetzt lang. Oh. Okay. Zwei, sind das T-Rex-Köpfe? Nee, ist ein bisschen klein für ein T-Rex, oder? Was sind das hier für Köpfe? Was sagt ihr? Für T-Rex-Köpfe scheint es aber doch ein bisschen klein zu sein, finde ich. Okay. Aber ich kann hier scheinbar auch langlaufen. Da haben wir jetzt noch ein Totem gefunden. Okay, das war wirklich nur ein Geheimweg für das hier. Was mir jetzt gerade gar nicht sagt, was das sei. Also. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Kann man damit irgendwie interagieren? Mir fehlt noch ein Totem, damit du hier irgendwas machen kannst. Oder ich muss hier einfach später nochmal hin. Es kann auch sein, dass wir jetzt erstmal weitergehen müssen und dann komme ich später nochmal hier hin. Ey, ohne Taschenlampe, das ist wirklich eher uncool. Carnotaurus könnte das sein, meinst du? Also Raptor hat nicht gepasst von der Schädelform her. Und für einen T-Rex-Kopf war das auf jeden Fall zu klein. Es sei denn, die haben einfach einen kleinen T-Rex genommen und haben den irgendwie an die Wand geklatscht. Oh nein, ich höre Schritte. Uff. Wo ist der? Der ist hier irgendwo, oder? Hat irgendeiner von euch gerade den T-Rex gesehen? Da vorne ist noch ein Leuchtfeuer, aber da kann ich nicht hin. Ich gehe mal den Weg hier lang weiter. Ich muss zu dem Leuchtfeuer. Weil hier ist schon mal nix. Aber ich habe mir jetzt eben gerade nicht das Stampfen eingebildet, oder? Das habt ihr auch gehört. Da ist noch ein Leuchtfeuer. Oh Gott, ich traue dem Braten hier gerade überhaupt nicht. Irgendwas kommt doch jetzt. Aber da hoch kann ich auch nicht, oder doch? Na, ich habe das Gefühl... Moment, hier lang und dann den Weg runter. Da ist jetzt noch ein Leuchtfeuer und hier hat es auf einmal eben gerade so gerumpelt.
Ja, mach gut, mach's gut. Schön, dass du am Start warst. Moment. Ich habe das Problem gelöst. Okay. Ist mir jetzt schon zu lange nichts passiert. Und warum war da eben gerade T-Rex? Warum waren da eben gerade T-Rex Schritte zu hören, wenn er aber nicht aufgetaucht ist? Der kommt jetzt auf jeden Fall noch. Eine riesige, weite Ebene. Schön, perfekt für einen T-Rex, würde ich mal sagen, oder? Ich glaube tatsächlich, jetzt Angst haben zu müssen. Es sei denn, der kann mich vielleicht auch nicht sehen, wenn ich so mache. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Du kannst doch ein Feld nicht noch viel auffälliger machen. Da kommt doch jetzt auf jeden Fall irgendwas hier rein. Ach, du Scheiße. Okay, was soll's. Auf geht's. Niemals ist hier einfach eine Riesenfläche für nichts. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass da nicht irgendwas passiert. Oh Gott, ich höre ihn schon wieder, ich höre ihn schon wieder, ich höre ihn schon wieder. Nicht bewegen. Okay. Aber ich muss mich jetzt bewegen, um zu gucken, ob er weg ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, sehe ich nicht, wo er ist. Ey, ich muss jetzt gucken, wo der ist. Ich hab doch. Was soll ich denn sonst machen? Er ist da hinten. Oh nein, er kommt. Er hat mich gesehen. Oh oh, tschüss. Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Ich glaube, das war's, oder? Ich habe da echt schlechte Karten gerade. Ah, okay. Also doch nochmal der T-Rex zum Abschluss. Aber anscheinend ist das ja gar nicht so das Problem jetzt mit dem T-Rex. Ich muss ja einfach nur stillstehen, bis er weg ist. Und dann renne ich einfach. Bis zum Schluss, oder nicht? Hey Tobi, kennst du die Mods für das Jurassic Park Operation Genesis Spiel? Nee, kenne ich nicht. Das Spiel kenne ich aber. Das habe ich sogar noch hier. Im PC. Er hat das Funkgerät gehört, stimmt. Ja, stimmt. Ja, das kann sein. Deswegen ist er losgerannt. Nicht wegen mir. Aber trotz allem muss ich ja einfach wegrennen dann, ne? Also ich kann. Soll ich mal versuchen, an dem vorbeizuschleichen, wenn er an mir vorbeigelaufen ist? Wann soll ich losrennen, Chat? Nee, wenn ich mich umdrehe, hört er, sieht er mich. Der sieht mich und hört natürlich auch, sobald ich mich bewege. Ich habe aber jetzt eine gute Idee, passt mal auf. Jetzt mache ich hier einen richtigen, jetzt ziehe ich hier einen richtigen Fuchs ab, Achtung.
Ich weiß, wie ich genau sehen kann, wo der ist, der Kerl. Ja, das Funkgerät hört sich schon sehr seltsam an, das stimmt. Mal ganz kurz, wartet mal. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht irgendwie den Ton doppelt vom Spiel. Ich habe jetzt nämlich gerade mal den Ton einfach über die Lautsprecher laufen, aber nicht laut. Das dürftet ihr jetzt eigentlich gar nicht hören können. Ne, hört ihr auch nicht. Sehr gut. Jetzt nämlich eine Idee. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Du musst länger warten, bis er weiter weg ist. Und wenn das Piepen Funkgerät anfängt, dann schnell. Das wollte. Ja, genau. Aber pass mal auf, ich kann sogar gucken, wo er ist, glaube ich zumindest, wenn es jetzt klappt. Achtung. Indem ich mich einfach so hinstelle. Dann sehe ich jetzt ja, wo er langläuft. Okay. Bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss. Und jetzt einfach nur durchrennen, meinst du? Weil er kommt näher. Er kommt sehr schnell näher. Okay. Boah. Ich bin zumindest fürs Erste durch. Aber er versucht scheinbar auch noch durchzukommen. Ich sollte einfach weiter rennen, denke ich mal, ne? Ich glaube, das ist gar keine so dumme Idee. Immer weiter rennen. Er ist durchgekommen, scheiße. Oh ja, er nähert sich. Und er kommt schnell, er kommt sehr, sehr schnell. Okay, das Vieh will mich auf jeden Fall unbedingt fressen. Nicht stehen bleiben, als weiterrennen. Wir haben jetzt hier wieder die Totenköpfe. Und das hier sieht aus wie ein Nest. Oh je, und das sieht nicht aus wie Dinosaurier. Das sieht aus wie Menschenköpfe. Ja, ganz sicher. Und da oben haben wir noch ein Totem. Taschenlampe. Wish you could have joined us this weekend. We're having a total blast. Genau, weil unsere Freunde waren ja schon vor uns im Camp und wollten da eben campen und wir sind ja eben nachgekommen. Und dann ist das eben alles erst passiert. You wouldn't believe this place. Also du würdest diesen Ort nicht glauben. Wahrscheinlich, weil er so fantastisch ist. It's so remote but beautiful and we have it all to ourselves. Can't wait to tell you all about it when we get back. Okay. Der Zettel sollte, glaube ich, nicht hier enden. Und ich hoffe mal, dass die Person, die das hier geschrieben hat, nicht da liegt. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht unbedingt sein. Aber wir haben hier sehr viele von diesen Mini-T-Rex-Köpfen.
Ich glaube, wir sind am Arsch. Ich glaube... Oh Gott, das ist wirklich dumm kalibriert. We invite you and six other guests to spend... Ah, okay, okay, das ist anscheinend die Einladung, die wir bekommen haben. Ich und noch sechs andere Gäste wurden also eingeladen, um ein Abenteuerwochenende im Oakwood Camp daran teilzunehmen, am 7. Juli, für 3 Nächte. Gott. Dann haben wir wieder dann die Directions, wo quasi genau das beschrieben wird, was wir auch während unserer Reise alles gefunden haben. 13 Kilometer vom Green Lake entfernt, quasi hier wird beschrieben, wo wir hin sollen. Als hätte uns jemand versucht, anhand einer Wegbeschreibung genau dahin zu führen, wo wir jetzt sind. Als hätten wir... Als wären wir einem Weg gefolgt, der uns eigentlich hier hinführt, wo wir jetzt, naja, sowas eben vorfinden. Und das, obwohl doch eigentlich unsere Freunde uns den Weg beschrieben haben. Ist ja seltsam. Welch komisches Zusammenspiel das doch ist. Use the key, send in the mail to unlock the gate. Please lock the gate behind you. Deswegen war das auch wieder verschlossen gewesen, das Tor. Jetzt macht's auch Sinn. Have a wonderful trip. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, okay. Okay, ich glaube, das ist, jetzt ist Feierabend, ne? Das folgende ist Regierungseigentum. Das unbefugte Ansehen dieser Dateien wird ernsthafte Risiken für Ihre Sicherheit verursachen. Das folgende sind die Aufzeichnungen, die Sie in Sektor XW4 oder XW-4 gefunden wurden. Bla bla bla. Ah ja, Fall Code Name Unknown Tapes, der Name des Spiels eben einfach. Und Details etwa 5 bis 7 Minuten nach Hubschrauberabsturz nach der Schätzung. Das heißt, das Spiel beginnt jetzt. Ungefähr 7 Minuten nach Absturz des Hubschraubers. Ob das nun mal wichtig ist, weiß ich nicht. Aber ihr seht, wir sind jetzt schon im Game drin. Und das ist jetzt eben hier der Knackpunkt. Wir bewegen uns jetzt wirklich in einem Tape. So. Oh, schon Geräusche, ey. Das hier ist auf jeden Fall unser Hubschrauber, der abgestürzt ist. Das war wahrscheinlich ein Kollege, der uns noch zu schaffen machen könnte. Und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich ja schon mal ganz kurz reingespielt habe. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Diktiergerät. Wir brauchen eine Kassette. Und das war's. Und dann haben wir den Code. Und ich will jetzt hier mal ganz kurz schauen, ob wir hier am Helikopter irgendwas davon bekommen. Aber ich glaube, es sieht eher schlecht aus. Irgendwas rattert hier. Okay, da haben wir schon irgendwas gefunden. Das sieht aus... Ah ja, das ist eine Lagerhalle. Das ist wirklich... Vom Sound her ist das schon ziemlich fies.
Okay, da vorne können wir ganz viele Lichter sehen. Lichter sind immer gut. Drücke Shift zum Laufen. Ah ja. Zum Laufen bzw. zum Rennen. Ihr habt hier übrigens auch keine unbegrenzte Ausdauer, was vielleicht recht wichtig ist zu wissen. Weil wenn ihr nämlich keine Ausdauer mehr habt, dann bleibt der fast stehen, also fast komplett stehen. Der Spieltitel steht ja im Titel des Streams, aber ist das ein neues Spiel? Das ist ein ganz neues Spiel. Also die Demo jetzt hier, die gibt es seit einem Monat, glaube ich. Das Spiel kommt aber erst raus, irgendwann im ersten Quartal 2025. Taschenlampe, genau. Ist immer gut, wenn du in einem Spiel Taschenlampen brauchst. Eieieiei. Ey, das Vieh kommt doch näher, erzähl mir doch nichts. Zumindest kommt der Schrei immer näher. Kann ich den irgendwie boxen oder sowas? Nee. Ich bin boxunfähig. Das ist wahrscheinlich kein Blut. Ah, da ist die Tür, von der ich erzählt habe. Übrigens auch sehr einladend hier die Tür, ne? Hier brauchen wir nämlich einen Code dafür. Und diesen Code müssen wir uns erst jetzt irgendwie beschaffen. Und ich meine, dass wir uns jetzt hier auf dieser Strecke umsehen müssen. Die gesamte Strecke bis runter. Es können... Es können jetzt Dinge passieren. Ey, ich bin jetzt echt nicht bereit für sowas. Dieses Klackern kommt auf jeden Fall von rechts. Was haben wir denn hier? Okay, da vorne sind auf jeden Fall... Ah ne, das ist mein Helikopter. Ich wollte gerade schon sagen, da vorne sind irgendwelche Funken. Aber das ist mein Helikopter. Ich möchte... Da haben wir es doch. So. Jetzt könnt ihr das halt nicht lesen, ne? Das ist jetzt der Nachteil, ich mache das für euch. Das ist bereits das zweite Mal, dass dieser Idiot den Zugangscode zur Wissenschaftsstation verloren hat. Ich denke, ich werde es melden, sobald ich die Chance bekomme. Ich frage mich, warum sie ihm den Code anvertrauen. Ich werde später das Lager überprüfen. Der Code wird definitiv dort sein. Das heißt, wir haben jetzt hierdurch erfahren, dass wir uns in das Lager begeben müssen. Und das Lager ist hier. Das haben wir vorhin gesehen. Ja, hier hatten wir auch keine Chance, woanders lang zu gehen. I zum Inventar öffnen. Okay. Was, gleich kommt der Hackfleisch-hassende Zerhacke? Das ist halt... Nicht bewegen. Bös dunkel und bös laut. Das war echt saulaut gerade. Dieses dämliche Mistvieh, ey. So. Aha. Machen wir Schluss für heute, oder? Reicht, oder? Wir haben jetzt ungefähr 2 Minuten gespielt. Ich sitze aber auch so ultra verkrampft gerade hier, ey. So als hätte ich Angst. So, mal ein bisschen locker machen jetzt.
Wieso kann ich eigentlich nicht springen? Wir haben jetzt keine Zeit für Embryosaft. Wir müssen uns jetzt hier... oh nein. Was? Control zum Ducken. Ich ducke. Es passiert aber nichts. Aber ich höre irgendwas. Oh! Jetzt oder nie gehen Sie geduckt, um wenig Lärm zu... Was? Ihnen möglich zu machen. Sie können dich hören. Das ist sau scheiße. Hier ist übrigens der Code. Merkt euch mal 7203. Ich muss das selber in den Chat schreiben. 7203 ist der Code. So. Ich hoffe, dass das da oben, dass dieses AKU... Kann ich das irgendwie lesen? Ist das da oben AKU oder AKV? Ach, egal, ey. Scheiß drauf, Digga. Ich gehe jetzt einfach da hinten lang. Taschenlampe vielleicht ausmachen, ne? Wie ging das jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ey, die Taschenlampe. Ich muss die irgendwie ausmachen. L wie Lampe? Nee. F wie Flashlight? Ja. Okay. Um unbemerkt zu bleiben, ist es besser, sich geduckt zu bewegen und... Ja. Bin ich jetzt geduckt eigentlich? Bin mir nicht sicher. Weiter geht's. Also vielen Dank für das Prime-Abo eben gerade, das eben reingeswitcht ist. Als ob der einfach da hinten jetzt stehen bleibt. Erzähl mir noch keinen Scheiß. Muss jetzt zum Training, dann auf jeden Fall viel Spaß. Immer sportlich bleiben. Spielt das im Jurassic Park? Nee, das ist kein Jurassic Park Spiel, das ist einfach nur ein Dino-Spiel. Ich weiß gar nicht, wo das... Halt doch dein Maul, du dämliches Mistvieh, ey. In diesem Stream werden jetzt übrigens, offiziell werden jetzt hier Beleidigungen gedroppt. Nur schon mal zur Vorwarnung. Kann passieren, dass ich einfach mal zwischendurch ganz kurz die Mutter von diesem Raptor beleidigen muss. Das ist halt dann so. Wir wissen gar nicht genau, wo das hier spielt, glaube ich. Aber es scheint so eine Anlage zu sein, so eine Laboranlage wie... Dino Crisis, oder? Muss ich gerade so ein bisschen dran denken. So minimal. Morgen zusammen. Guten Morgen, Andibar. Bist du eben aufgestanden? Hast du mal einen längeren Powernap gemacht? Ich will auch nicht wieder aufstehen, gell? Ich werde jetzt die ganze Zeit werde ich so spielen. Auf jeden Fall. Ich werde auf gar keinen Fall werde ich aufstehen. Dieses dämliche Mistvieh. Wir machen einen Deal. Ich stehe wieder auf, wenn ich aus dem Gras hier raus bin. Da drüben, ab dem Geländer stehe ich wieder auf. Dann gucken wir, was passiert. Ah, ja. Oh Gott. Oh Mann, wer denkt sich eigentlich so eine Scheiße aus? So, also ihr Lieben, den Code haben wir uns irgendwo aufgeschrieben, irgendwo über dem Bot-Kommentar, da haben wir es doch. So, 7203 eingeben. Bisschen laut, oder? Bin jetzt kein Experte, aber laut ist doch immer schlecht für sowas. Forschungsstation? Ich
Hey Tobi, ich hab dir zwei Was-wäre-wenn-Video. Ja, das ist jetzt aber gerade hier. Du, ich muss mich jetzt auf meinen Überlebensinstinkt konzentrieren. Oh nee, nicht noch verschiedene Möglichkeiten irgendwie. Kann ich Türen schließen? Ah, warte, 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 warte. Kann ich Türen schließen? Natürlich nicht. Okay, das sieht aus, wie das Drecksvieh hier reinkommen würde, ne? Es rauscht ganz leicht, aber wirklich nur leicht. Ja, ich könnte jetzt noch ein Mikrofon anschließen, aber das Rauschen passt ja dann hier zum Spiel. Das ist ja dann eigentlich perfekt dafür. Und das mit der Cam muss ich mal abchecken, ob das wirklich nur am Kabel liegt, weil die ist immer noch im Webcam-Modus und die geht auch nicht aus. Das heißt, wenn ich die jetzt hier ausmache, müsste die sich eigentlich abschalten. Passiert aber halt nichts, was sehr schlecht ist. Ich muss dann mal gucken, wie ich das Ding wieder resetten kann. Okay. Ja, da musst du mir nachher nochmal bitte schreiben. Das wäre super. Okay. Sie haben kürzlich mit dem Bau des Komplexes auf der anderen Seite des Sees im S1-Bereich begonnen. Der Code-Fanatiker entspannt sich normalerweise im obersten Stockwerk des Gebäudes. Wie er sagt, gibt es von dort oben einen schönen Ausblick, eine schöne Aussicht. Dieser Idiot plant etwas gegen mich. Er ist zu vage und schaut mich immer mit diesem Lächeln an. Das Vieh schreit rum. Egal. Ich kann dich nicht ausstehen. Wie auch immer, ich habe erfahren, dass er wahrscheinlich gefeuert wird. Ich denke, Sie haben etwas wirklich Schwerwiegendes entdeckt, das dieser Typ im Untergrundkomplex gemacht hat. Ich will nicht sterben. Ich schätze mal, dass dieser Untergrundkomplex so der Bereich ist, an den wir uns irgendwie rantasten müssen. Nach und nach. Sehr langsam. Guten Abend. Guten Abend, Lama. Schön, dass du auch am Start bist. Oh. Ist das der Raptor von eben? Oh Gott. We are all dead. Wir sind alle tot. Naja, geil. Oh Gott. Ey, ich habe mich gerade schon dezent erschrocken. Was ist denn das? Das ist der Kopf von irgendeinem Vieh. Wir können hier noch nicht raus. Ey, dieser scheiß Raptor, ich weiß halt nicht, ob der. Ob der mir jetzt hinterherläuft oder nicht. Da ist eine Jurassic Park-Referenz. Lustig. Äußerst lustig. Sag nochmal irgendwas zum Ton, ob der einigermaßen immer noch passt. Oder soll ich gucken, ob ich das Mikro einfach hier mit dem Laptop verbinde jetzt? Dann haben wir den normalen Sound wieder. Das kann ich auch machen. Was haben wir denn da rumstehen? Was ist das denn? Ton passt. Okay. Oh Gott, hast du mich gerade erschrocken. Alter. Ich muss die Alerts ausmachen. Irgendwo höre ich gerade ein Mikrofon, ja. Irgendwo habe ich eben gerade einen Sound gehört. Sound gehört. Der Ton ist top, perfekt. Was ist das hier? Du hast gesammelt Karte der Umgebung. Karte mit M öffnen. Oh nö. Wir sind jetzt hier. Da ist der See. Wollen wir wetten, dass im See der Spinosaurus ist? Wie gesagt, der Spinosaurus ist hier in dem Spiel anscheinend der Hauptdino.
Und da müssen wir hin, zum Untergrundkomplex. Ist noch nicht so ganz durchsichtig, die Karte, finde ich. Da haben wir einen Tresor, wo wir wahrscheinlich auch einen Code für brauchen, natürlich. Selbstverständlich brauchen wir dafür einen Code. Was haben wir hier? Oh! Ein Tonbandgerät. Wartet mal. Tobi, ich wollte fragen, ob du weißt, sagen kannst, was eigentlich mit Nico los ist vom Media Melage. Von dem hört man ja gar nichts mehr. Alles okay bei ihm. Wir hatten vor einiger Zeit mal geschrieben gehabt. Da will ich aber jetzt nicht großartig drauf eingehen. Aber ich habe jetzt auch länger nichts mehr von ihm gehört. Gehen wir auf Inventar. It is January 51, 1998. Incredible, really. I managed to isolate that D1 anthem for the first time. This will bring incredible advances in research. I'm very happy. They decided to entrust me with the secret codes of virus devices the day before yesterday. Is it possible they should take care of it? What a drag. Ich pack mal mein Gesicht nach da oben, dann könnt ihr mitlesen. Für die Untertitel. So, hier haben wir noch eine Nachricht. Oh! Projekt R1 Skizze. Da kann man unten... Kann man das irgendwie umdrehen? Nee, schade. Da kann man unten in der Ecke haben wir eben gerade einen... Das ist kein Raptor. Das ist zu klein für einen Raptor, ne? Was ist das denn hier? Zu groß für einen Kompi, zu klein für einen Raptor. Zu klein für einen Deinonychus. Nee, das scheint ein Raptor zu sein. Trodon. Aber hier haben wir die Kralle, seht ihr das? Ich meine, Raptoren sind ja tatsächlich nur so groß gewesen. Vielleicht sind die hier ein bisschen akkurater dargestellt. Das kann ganz gut sein. Wenn wir jetzt hier wieder rausgehen, kommen wir aber an den See. Und ich will um Gottes Willen nicht an den See. Oh nein. Könnt ihr das Schild hier sehen? Oh oh. Irgendwas stapft hier rum. Und hier ist ein Spinosaurus-Schild. Ey, verpiss dich. It's March 5, 1998. The research was successful. The current would have even founded the T1 project if it weren't for those incompetent managers. They don't understand anything. I think they also want to take me out. Well, they don't know that I already started doing my own thing in the underground complex. You will see, assholes. Ja, also scheinbar hat hier irgendein wahnsinniger Professor irgendwie Scheiße gebaut. Und aus diesem Grund sind hier jetzt Dinosaurier. Das ist auf jeden Fall ein Spinosaurus hier, oder nicht? Könnte auch ein Baryonyx sein, aber ich glaube, das ist der Spino. Und da haben wir das Wasser. Ey, ich will auf gar keinen Fall dahin gehen. Ah! Wir sind hier einfach auf der anderen Seite von der... Apparently one must have survived. You can't seem to proceed. This time I help you. We'll see each other soon. Maybe. Das war das Geräusch von der Tür, oder nicht? Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Startpunkt.
Ich bin mir jetzt nur nicht sicher. Dachte, der Typ ist Jigsaw, ja. Die Dialoge sind schon ein bisschen sehr, sehr, sehr aufgesetzt eingesprochen. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Wasser. Kann man da irgendwas sehen? Nee. Aber das Stampfen haben wir ja auch schon gehört. Von daher. Wanna play a little game, genau, ja. Oh Gott, ich habe glaube ich gerade einen Krampf vor Anspannung. Uiuiui. Glaubt ihr, der Raptor kommt nochmal wieder oder das war's jetzt? Wichtige Frage für meinen Gemütszustand. Ich habe so gar keinen Bock jetzt auf den. Obwohl ich glaube. Der kommt nochmal, der klingt hungrig. Sei doch still, ey. Ey, ohne Scheiß. Dunkle Fenster, flackernde Lichter. Toilette ist versperrt. Alles scheiße hier. Ist die Tür? Die Tür ist jetzt offen. Ah, verstehe. Oh, Alter! Ey, ich habe den Spino gefunden. Der ist nicht im Wasser. Mr. Spino, Sir? Oh nein, aber ich bin am Wasser. Oh nein. Ich gehe mal dahin, wo der nicht war, oder? Ich gehe mal nach da in die Ecke. Oh, macht es doch jetzt nicht. Ich will jetzt nicht in dieses Wasser rein. Bitte. Ich glaube, der Raptor ist das kleinste Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass der Raptor echt inzwischen egal ist. Ich muss nicht in das Wasser rein. Ihr könnt mich doch jetzt nicht ernsthaft. Nee. Lasst mich gerade mal gucken, was da hinten ist. Einfach nur aus Trotz. Tödliche Zone. Naja. Selbst dran schuld, wenn ihr einfach einen Spinosaurus erschafft. Okay. Der ist hier durch die Wand gekommen. Danach ist der mit Sicherheit wieder ins Wasser abgeschmiert. Demnach. Ach nee. Okay. Euren weisen Rat jetzt, ihr Lieben. Wir haben jetzt zwei Optionen. Wir machen das jetzt wirklich langsam und passen auf, oder ich schwimme da jetzt einfach mit vollem Karacho durch. Eins für durchschwimmen in den Chat und zwei für mach langsam. Ich gucke mich so lange hier nochmal ein bisschen um. Aber hier ist halt echt nichts mehr. Ich muss da lang. Obwohl, wartet mal, hier. Oh. Hier konnte ich ja auch ins Wasser gehen, ne? Wir sollten uns vielleicht einfach mal über die Stelle unterhalten, an der ich ins Wasser gehe. Rein da, Augen zu und durch. Ja, okay. Okay. Seid ihr bereit? Auf geht's. Ich kann nicht ins Wasser. Ich kann nicht ins Wasser. Oh nein. Ey, da ist ein Schwein. Dass die 100 Pro zum Füttern des Spino benutzen. Ich sollte vielleicht nicht so nah an dem Schwein sein.
Ich glaube, beim Spino ist auch scheißegal, ob ich jetzt stehe oder geduckt bin. Ich dachte, ich muss ins Wasser, aber das ist irgendwie nicht besser. Kann ich mich hier vor dem verstecken in diesen Gebüschen oder was? Warum sind die da? Nein. Ich glaube, ich muss hier rennen. Oh Moment, falscher Knopf. Ich habe das Gefühl, dass diese Gebüsche auf einen sehr anderen Dino hinweisen. It's July 18, 1998. I fooled you, idiot. You wanted to get rid of me and I said I got rid of you. Ja, okay, gut, die beleidigen sich ja die ganze Zeit auch nur. Never. Never. Try to fool me now. Oh, that's right. You can. Because you probably are already dead. Today I'm feeling generous. If this Audis ever hurt to anyone, they well know that the safe located in front of the entrance to the underground complex is 0936. Der Safe. Ey, ich trau diesen ganzen Fenstern hier übrigens auch nicht mehr, ne? Diese Fenster sind so richtig scheiße. Wir müssen jetzt aber erst... Oh, ein Kompi. Oder? Habt ihr das eben gesehen? Das sind Kompis. Da oben steht sogar, Komsognathus Version 1. Gefährlich, wenn in der Gruppe. Wisst ihr, was daran jetzt scheiße ist? Dass ich mit euch wette, dass wenn die Kompis da sind, ich mich auch nicht ducken kann. Das heißt, dann kann ich auch nicht leise sein. Spiel sieht geiler aus als der Rest aus dem Stream mit Mirko. Welcher Rest? Fandst du den Stream nicht so gut? Ich liebe es zuzusehen, wie kleine V5s aufwachsen. Sind wahrscheinlich dann auch die Kompis. Für mich ist es ein Wunder, dass die Entdeckung... die aus meinen Analysen des D1-Enzyms resultieren, die Wiederbelebung dieser Kreaturen ermöglicht haben. Ich denke, ich werde zum Eingang des V5-Bereichs gehen, um mich eine Weile umzusehen. PS, anscheinend haben wir eine... was für ein Ding? Invest... Bin ich bescheuert? Investition von hohen Pflanzen in einem Bereich. Auf jeden Fall werde ich einfach den Gehweg entlanglaufen. Okay. Und den Anweisungen auf den Schild am Zaun folgen. Auf dem Rückweg muss ich nur den umgekehrten Weg gehen. Ich werde darüber einen Bericht machen. Okay. Ach so, die Summer Gay, ja, okay, gut, ja. Das war echt für den Arsch gewesen. Also, ich muss mich jetzt von diesen Pflanzen da unten fernhalten und soll gucken, dass ich... Fenster. Dass ich irgendwie auf dem Weg bleibe. Und zum V5, hat er gesagt, muss ich, ne? Das heißt, ich bin jetzt hier, da unten... Und muss hier oben nach rechts? Oder soll ich erstmal hier hingehen zum Untergrundkomplex? Hier steht nämlich sowas wie Safe. Lasst mich mal zu dem Komplex laufen.
So, er hat gemeint, bleibe auf dem Weg. Da haben wir das scheiß Gebüsch. Da dürfen wir nicht rein. Da ist noch mehr Gebüsch. Ja, was war denn das für ein wertvoller Tipp gewesen? Und das hier ist jetzt der Untergrundkomplex. Wir sind auf jeden Fall sind wir nicht safe hier unten. Das könnt ihr mir nicht erzählen, ey. Als ob. Ja. Ich weiß halt nicht, was für ein Vieh auf Licht reagiert, aber das wird schon irgendeins geben. Wir müssen zuerst Strom haben. Okay, gut, dann muss ich dann doch. Da muss ich dann doch gleich erstmal wieder nach oben. Den Code haben wir irgendwo gespeichert gehabt, ne? Da. 0. 3. Nö, schon falsch. 0, 9. 3, 6. So. Was kriegen wir jetzt hier? Medikamente oder Ohrstöpsel? 9mm Munition. Ach, du bekommst hier sogar Waffen oder was? Wie ist der Charakter überhaupt in diese versifften Labore gekommen? War am Anfang nicht dabei. Durch einen Helikopterabsturz. Der Klassiker. Also ich habe jetzt Munition. Und wir hatten davor, hatten wir noch ein Dings gehabt, ne? Wir hatten noch so einen Tresor gehabt. Das heißt, möglicherweise kriege ich da auch dann meine Knarre. Aber hier ist noch keine dabei. Okay, den Strom erstmal anschalten. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Er hatte was gesagt hier oben, ne? Von der Area V5. Dann gehen wir mal dahin. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, was ich mache. Dann werde ich jetzt wieder in Richtung vom Spinosaurus gehen, ne? Was auch eigentlich sehr uncool ist. Und in diesen Gebüschen ist irgendein Viehzeug auch dran. Das ist neu. Das war eben noch nicht hier. Das ist äußerst belastend. Ach nein. Erzähl mir jetzt nicht, ich muss hier durchlaufen. Nicht ins hohe Gras laufen, hieß es eben gerade noch. Wo bin ich denn? Moment, ich bin jetzt aber schon hier oben. Ich muss nach da unten rechts. Ich muss irgendwie nach da mich hinsetzen. Das heißt, mit ein bisschen Glück gibt es hier einen Weg, ne? Ey, ich muss da durch. Moment. Ich bin, glaube ich, in die völlig falsche Richtung gelaufen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe die Karte gerade komplett falsch gelesen. Wenn ich jetzt hier lang laufe, dann komme ich zu dem Gebäude. Nee, das stimmt schon. Ich kann auch einfach mal gucken, dass ich irgendwie hier durchkomme. Und jetzt nur auf die andere Seite und dann muss ich nur noch rechts runter. Ich meine, ich bin da auch vorhin durchgelaufen durch diese scheiß Pflanzen, ne? Da ist ja auch nicht allzu viel passiert. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt hier wieder safe sind. Jetzt bin ich wieder am See.
Genau, jetzt einfach nur hier rüber und dann nochmal nach rechts. Komme ich da durch? Wenn das jetzt aber auch nicht klappt, nee, dann muss ich tatsächlich durch diese Pflanzen jetzt durchrennen. Dann machen wir das jetzt auch einfach. Ich renne da jetzt einfach durch und wir gucken, was dann da passiert. Ja, einfach mal ganz kurz ausprobieren. Wir gucken jetzt mal, ob das was bringt. Wenn nicht, müssen wir bald hier nochmal rein. Aber auf geht's. Okay, das war von Erfolg gekrönt. R0713. Da ist irgendjemand noch am Leben, der gerade lebendig gefressen wird, glaube ich. Habt ihr eben dieses Help Me gehört? Okay. Das hier sind die Velociraptoren. Die sind hier echt im hohen Gras. Jetzt haben wir aber den Strom angemacht und jetzt können wir doch wieder zurücklaufen zu der Station da unten. Den Code haben wir auch. Das heißt, Geronimo. Auf den Weg zurück. Jetzt müsste da unten eigentlich der Strom an sein und ich müsste theoretisch den Code eingeben können. Ja, hier. Ah, das war noch gar nicht der richtige Code. Oh je. Kann ich da jetzt gerade nochmal hinlatschen? Das hat eben gerade so gut alles funktioniert. Och Mann, ey, ich dachte echt. Ja. Auf geht's, würde ich sagen, ne? Ah. So komme ich da scheinbar schon mal nicht hin. Aber ich glaube, ich kann die auch vorher. Kann ich die nicht sehen, oder was? Ich dachte, das hier wäre der Code zur Wissenschaftsstation. 0713, aber scheinbar war es der nicht, ne? Wo ist denn die Wissenschaftsstation jetzt schon wieder? Underground Complex war es nicht, glaube ich. Ganz da hinten. Ne, von da komme ich doch. Da ist das Warenhaus, wo ich die ganzen Sachen her habe. Das Testfeld, auch sehr geil. Wofür ist dieser Code jetzt da gewesen?
Gut, da scheine ich aber auch nicht hinzukommen. Oh Gott, ich war wieder voll von der Pflanze erschrocken. Da scheine ich nicht hinzukommen. Wir müssen jetzt hier durch. Ist das der richtige Weg? Ich glaube nicht. Doch, Gott sei Dank. Okay. Wofür ist dieser Code jetzt aber da gewesen? Wenn er nicht hier hinten für die Tür ist. Ich kann höchstens versuchen, dann nochmal ganz zurückzugehen. Zum Anfang aber, da war nichts mehr gewesen, ne? Ihr müsst mir jetzt mal ganz kurz helfen. Weil hier kann ich den Code auf jeden Fall nicht eingeben. Und es stand aber definitiv dabei, dass dieser Code für die Wissenschaftsstation wäre. Und wir haben hier nur eine Wissenschaftsstation und das ist echt die da oben. Testfeld, Warenhaus. Äußerst mysteriös. Ja, der See, ey, auch so eine Sache, wo ich überhaupt nicht hin will. Und dieses Scheißvieh schwimmt da drin auch noch rum. Ja, komm. Aber der Spino hat sich immer angekündigt, ne, durch sein komisches Gestampfe. Das heißt, den müsste ich eigentlich hören, wenn er kommt. Was mir auch nicht helfen wird, aber... Ah, er war schon da. Cool. Das Schwein ist tot. Du hast vorhin noch gelebt, mein Freund. Ich höre dich schwimmen, Kollege. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht gleich einfach vor mir stehst. So, hier kam der eben gerade schon durch. Kann ich hier eigentlich durch, hier rausgehen? Gott sei Dank nicht. Hui. So, das WC ist offen. Ich mag das VHS-Setting, ja, ist eigentlich ganz geil gemacht. Ist nur richtig, richtig scheiße, wenn du selber spielen musst. Ich wette... Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendwas kommt jetzt hier reinmarschiert. Aha. Er kommt. Oh Gott! Bitte verzieh dich wieder, du hässliches Drecksvieh.
Ach, kommt hier einfach immer an und steht dann da und jetzt kann ich an ihm vorbeischleichen, oder was? Erzähl mir doch nichts. Geh mal weg jetzt, du dämliches Arschloch, ey. Mann. Türen schließen kann man auch nicht. Wir sollten rennen. Ich hab keinen, ich sehe nichts. Okay. Gehen wir nur mal ganz kurz auf die Karte. Ich bin aus dem, ich bin da gerade rausgekommen, ne? Das hier ist das, das hier ist das Gebäude, wo die mich hingeführt haben. Nein. Wo zum Teufel ist diese Wissenschaftsstation? Das müsste doch das hier sein. Ja, das ist doch das hier, genau. Okay, jetzt brauchen wir hier also irgendwie eine Tür. Oder ist der Code für das Ding hier gedacht? Der säuft das Mistwasser. Das war hierfür gedacht. Okay. 0713. 0713. Eingeben. Bitte ist da die Knarre drin. Nein. Verdammt, ey. Durchgang zum Unterkomplex. Untergrundkomplex. Ey. Der kommt. Ey, der läuft hier irgendwo rum. Links von mir ist der, dieses dämliche Vogelvieh. Okay, das war jetzt also das Ding hier. Jetzt gehe ich wieder hier raus zum See und kann gerade wieder dahin zurücklaufen. Boah, als ob da nichts passieren wird, ey. Ja. Der scheint... Ich sehe nichts mehr. Ich sehe halt einfach jetzt gar nichts mehr, ne? Ist das so gewollt? Ist schon sehr ungeil eigentlich, ne? Oh nein, jetzt kann ich mich hier nur auf die Geräusche verlassen. Was geht? Schreibe das erste Mal. Servus Marc, schön, dass du am Start bist. Wir versuchen gerade den Dino-Horror zu überleben. Wie du sehen kannst, siehst du gerade nichts. Weil aus irgendeinem Grund meine Taschenlampe nicht mehr funktioniert. Und ich meine, das wäre sogar Absicht. Die wollen jetzt hier tatsächlich, dass ich jetzt ohne Taschenlampe über den Spinosaurus-verseuchten See drüber komme. Ich glaube, da hinten schwänzelt er rum. Ja, da ist er doch. Oh, er kommt her. Oh, er hat mich gesehen. Ja. Scheiße, Mann. Ah, wie ärgerlich, ey.
Jo, Tobi muss gleich gehen. Also wie gesagt, ich habe zwei Videoideen. Also wenn du Zeit hast, schau einfach bei Insta. Ja, genau, mache ich dann so. So machen wir das super. Danke dir. Wir spulen das Tape nochmal zurück. Die Taschenlampe geht jetzt so lange, bis ich das Ding hier einsammle, ne? Ja. Dann geht die aus. Könnte es also sein, dass ich erstmal Taschenlampen, Batterien finden muss? Ihr könnt mich mal so krass am Arsch lecken, ey. Was ist das denn? Ja, die wollen, dass ich da langlaufe. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Hier, wo es blinkt und gefährlich aussieht. Wir sind alle tot. Da soll ich hin. Finde ich geil. Spinosaurus nochmal? Nee, auch gut. Dieses Schwimmgeräusch macht mich echt kirre. Weil du weißt, der ist da irgendwo drin. Ach komm. Ey, du kannst ihn halt nur nicht sehen. Das ist wirklich scheiße. Der Schrei eben war passend. Ich vertone gerade ein Video auch mit einem Schrei. Und die Spielsound hat diesen eben verlängert. Ja, die Schreie sind halt echt krass von den Sauriern hier. Gefallen mir an sich ganz gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade richtig mache oder ob ich irgendwie erstmal an Licht kommen muss für eine Taschenlampe. Was will das Spiel hier von mir, ist die Frage. Ich scheine nämlich nicht weiterzukommen, ohne irgendwas gemacht zu haben, irgendwas Spezielles. Obwohl, brauche ich den Code jetzt? Ja, ne? Sonst geht es nicht los, das Event. Ja, jetzt kommt der wieder. Jetzt marschiert der nämlich hier raus. Und jetzt geht er wieder zurück. Hä? Also jedes Mal, wenn das Spiel irgendein Event freisetzt, wie jetzt hier diese Blitze gleich, dieses Gewitter, dann ist man da auf jeden Fall schon richtig. Nur ich verstehe halt nicht, was ich jetzt machen soll. Da komme ich definitiv nicht mehr rein, ne. So, ich könnte es jetzt hier einfach nochmal versuchen. Jetzt geht die Taschenlampe wieder. Ach was. Ach krass, okay. Immer nur so ein bisschen abgeflacht, aber sie geht wieder. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir den Raptor auch hören.
Der ist aber eben nach da gelaufen, meine ich zumindest. Weil hier hat er mich ja vorhin entdeckt gehabt, ne, was eigentlich auch komisch war. Hier hat er mich entdeckt gehabt, ne? Ja. Oh nein. Erzähl mir jetzt hier keinen Scheiß. Oh shit! Ach, leck, nein. Und jetzt? Das war die Demo! Laber doch nicht. Danke, dass ihr die Demo gespielt habt. Wir würden gerne hören, was ihr darüber denkt, wenn ihr aufgeregt über das Spiel seid und mehr sehen wollt, erwägt es auf unsere... Ah, ist ja krass. Jetzt haben wir ihn eben gerade gesehen. Ganz zum Schluss kam der Spinosaurus raus. Das war eben fies, ey. Ja, ihr Lieben. Haut mal in die Tasten, was sagt ihr zum Spiel? Allein nur vom Zuschauen her. Ich finde, es hat schon Bock gemacht. Auf jeden Fall hat es Bock gemacht. Ah. Das war schon nicht verkehrt gewesen, die ganze Nummer. Schau aktiv deine Videos, immer sehr informativ. Muss dann halt nicht selber nach Infos schauen. Ja, sehr gerne. Das Spiel sieht interessant aus und spannend. Dazu, der Schrei ist mega, ja, tatsächlich. Fand ich richtig cool, sehr aufregend. Wirkt unterhaltsam, ist eine Überlegung wert, wenn es rauskommt. Ey, ich wette mal, das Ding wird auch nicht mehr kosten als, lass es mal 30, 40 Euro kosten. Ich denke mal, damit bist du dann schon ganz gut dabei. Bei der ganzen Geschichte hier. Und dafür finde ich das wirklich angenehm krass. Ich frage mich aber, was jetzt normalerweise passiert wäre, als der Spinosaurus eben gerade aufgetaucht ist. Ich frage mich, ob wir da jetzt wirklich, von dem hätten wegrennen müssen oder hätten wir keine Ahnung was machen müssen. Das würde mich mal sehr interessieren. Tatsächlich, aber ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass auch das hier jetzt zur Not ganz gut funktioniert. Dass wir, wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen und die Technik wieder in sich zusammenfällt, dann kann man auch einfach sagen, wir machen das jetzt hier mit der Facecam vom MacBook. Das geht ja eigentlich auch ganz gut. Und ich werde dann aber gucken, die Dinger kannst du nämlich auch einfach mit dem MacBook hier verbinden, dass man das dann eben so macht zur Not. Und hier muss ich dann gleich mal schauen, wie ich das Teil jetzt irgendwie separat runterfahren und nochmal resetten kann. Und dann müsste ich da auch wieder reinkommen. Ist halt echt ärgerlich, ne? Ja, das mache ich aber dann gleich. Gut, ihr Lieben, da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Jetzt kommt übrigens auch in einer Minute das neue YouTube-Video online. Das kommt um 18 Uhr, glaube ich. Lasst mich nicht lügen. 18 Uhr, das kommt jetzt online, das neue Video. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Geht's um weitere angebliche Leaks zum kommenden Jurassic-Film, die sehr interessant sind, aber auch sind eigen auf jeden Fall. Wenn das stimmt, wird schon sehr spannend. Da würde ich einfach sagen, gehen wir morgen wieder hier live auf Twitch und dann machen wir noch ein paar Reactions einfach damit dazu. Ja, war schön mit euch. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis morgen, macht's gut, ciao, ciao.